Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja, ihr seht richtig, wir sind immer noch hier in den Wolpertinger Generator. Und ich habe mal durchgezählt, ich bin so bei ungefähr, ja, mehr oder minder ein Drittel von dem, was noch kommt. Auf jeden Fall, ich mache jetzt noch den restlichen Action-Kram von der ersten, also von der letzten Seite. Von der ersten, letzten Seite. Und würde sagen, ja, dann lass uns mal wieder Time-Rapper-mäßig das machen. Ich werde diesmal ungefähr 50 Minuten aufnehmen, werde das auf knapp 30 Minuten runter, ja, rattern. Vorausgesetzt, das Achievement ploppt nicht zwischendurch zufälligweise auf. Dann lasse ich dabei gut sein. Gut. Ich weiß auch nicht, ob man das in einem Durchlauf machen muss. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt mal ranhalten. Boah. Aber es steht auch nicht auf den Zetteln. Nö. Gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt Timeraffer wieder an und wir sehen uns gleich, wenn ich den Zettel durch habe, weil ich möchte jetzt diesmal erstmal den Zettel durch haben und werde wahrscheinlich viele doppelt und dreifach haben, aber das ist jetzt auch etwas unrelevant. Gut, von daher, ich glaube, ich mache jetzt erstmal die letzten drei, dann brauche ich das nicht immer durchtesten. Von daher, bis gleich.
und da melde ich mich schon wieder zu Wort. Wir haben jetzt nicht ganz 30, auch nicht 50 Minuten um. Aber allmählich müsste ich mal auch die Videos gleich schneiden und rendern. Von daher würde ich sagen, packe ich hier nur noch die die Sachen wieder korrekt hin, damit das zumindest alles wieder übereinstimmend weitgeht. Und dann würde ich sagen, mache ich beim nächsten Mal weiter. Es sind noch einige vor mir, aber ich glaube jetzt durch die Timeraffer, da habe ich gut was weggemacht. Beziehungsweise was weggemacht, je nachdem wie man sagen möchte. Ja, und ich muss sagen, es ist doch nicht so leicht, wie ich anfangs dachte, die Augenschaften alle zu machen. Und ich glaube, ich hätte erstmal auch mir die Zettel schon vorher ausdrucken können, damit ich mir gleich notiere, was ich überhaupt mache. Aber ich wusste halt nicht, diese Wolpertinger, dass es so krass wird. Also 81 Kombinationen gibt es. Davon habe ich jetzt gut, ja, wie gesagt, ein Drittel weg. Besser ein Viertel, wenn man es irgendwie viel teilen kann. Aber es ist halt schon reichlich schwer, muss man sagen, da noch einen Überblick zu behalten. Weil ihr habt nur drei Datasetten mit fünf Kombinationsmöglichkeiten. Und ja, manche wiederholen sich sehr häufig. Aber ich würde sagen, bevor ich da noch länger brauche, ich werde gleich mal eventuell noch ein Part aufnehmen. Eventuell so lange, bis ich die Augenschaft habe. Und wahrscheinlich das meiste davon wegschneiden. Weil das sind einfach wirklich noch, ja, locker 30, 40 Kombinationen, die ich da noch durchmachen muss. Vor allem werde ich vielleicht mal mir ein paar raussuchen, die doppelt vorkommen oder dreifach vorkommen, in dem Sinne, dass zum Beispiel 2111 und 100000 ist halt die mit diesen Echsen und Bär und Clown, die ich die kombinieren kann. Und jede Stelle nach hinten weg halt so, ne? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche, schöne Tage. Ich bin raus. Euer Salz. Haut rein. Und ciao.